Eine Gesamtwehrübung der Delbrücker Feuerwehr bei Erkelenz in Westenholz. Ein redaktioneller Beitrag von Axel Langer. Rund 300 Einsatzkräfte aus Delbrück und Riedberg üben bei Erkelenz. Dichter Rauch dringt aus mehreren Toren der Firma Erkelenz Glas am Blockweg zwischen Westenholz und Mastholte. Erste Flammen schlagen aus dem Dach zweier Produktionshallen. Nicht alle Mitarbeiter konnten sich nach einem heftigen Blitzeinschlag aus den Hallen ins Freie retten. 5 Mitarbeiter gelten als vermisst. Um 13.42 Uhr heulten in Westenholz die Sirenen und der Löschzug Westenholz rückte aus. Schnell wurden weitere Kräfte angefordert und schließlich alle 6 Löschzüge alarmiert. Auch das DRK rückte an, um mögliche Patienten zu versorgen. Aus Riedberg kamen eine zweite Drehleiter und weitere Fahrzeuge. Glücklicherweise handelte es sich bei dem Einsatz um eine Großübung und nicht um einen realen Einsatz. Rund 250 Feuerwehrleute sowie 50 Helfer des DRK und Schauspieler waren vor Ort. Die Einsatzleitung bei einer solchen Großschadenslage hatte erstmals Heinz Noje inne. Übungsleiter war Johannes Grotthoff. Der Löschzug Westenholz kümmerte sich nach intensiver Lageerkundung vorrangig um die Menschenrettung. Unterstützung kam aufgrund der hohen Anzahl von Vermissten aus Delbrück. Schnell wurden die zum Teil schwer verletzten Personen in einer verrauchten Halle gefunden und ins Freie gebracht. Hier wurde eine Sammelstelle eingerichtet, wo die gespielten Verletzten durch das DRK erst versorgt wurden. Eine zweite Produktionshalle des Glasexperten mit rund 80 Mitarbeitern stand in simulierten Vollbrand. Ein Innenangriff war hier nicht mehr möglich. Von 2 Drehleitern aus und mit mehreren Strahlrohren wurde der Brand bekämpft. Hierfür waren große Mengen an Löschwasser erforderlich, deren Sicherstellung mit entsprechenden Wassermengen eines der wichtigsten Übungsziele war. Während die Brandbekämpfung zunächst über einen 130 Kubikmeter großen Löschwasserspeicher erfolgte, richteten Feuerwehrleute mit wasserführenden Fahrzeugen einen Pendelverkehr zum Mastholter See ein. Dort wurde eine Entnahmestelle eingerichtet und Wasser aus dem See gepumpt. Mehrere Fahrzeuge pendelten auf einer eingerichteten Einbahnstraße zur Einsatzstelle, um das mitgebrachte Wasser in einen 10.000 Liter fassenden Zwischenspeicher zu pumpen, von dem aus die Einsatzstelle versorgt wurde. Hier merkt man deutlich die Routine der letzten Jahre. Das ging schnell und klappte gut, resümierte Johannes Grotthoff. Weniger zufrieden war Johannes Grotthoff mit dem Aufbau der Wasserversorgung über eine lange Wegstrecke von gut 1,5 Kilometern bis zum Haustenbach. Rund 160 gekoppelte Schlauchelemente mussten von Hand verlegt werden. Etwa alle 500 Meter wurde eine Pumpe in die lange Schlauchleitung eingebaut, um den nötigen Druck aufzubauen. So eine Schlauchleitung ist gar nicht so einfach zu verlegen. Erst wenn sie mit rund 12.000 Litern Wasser gefüllt ist, kann sie Löschwasser abgeben. Allein das dauert etwa 20 Minuten. Wird an der Einsatzstelle weniger Wasser entnommen, merkt man das am Druck und muss nachregulieren. Da braucht man schon etwas Erfahrung, erklärt Johannes Grotthoff. Zudem hat die Feuerwehr Delbrück in den letzten Jahren ihren Fuhrpark grundlegend erneuert, sodass das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten geübt werden musste. Die Kommunikation und das Zusammenspiel der einzelnen Löschzüge hat gut funktioniert. Auch der Pendelverkehr war gut, der Ausfall einer Pumpe hat hier zu Problemen geführt. Die Zeit für den Aufbau der langen Wegstrecke war anders geplant. Wir haben Punkte zum Nachjustieren identifiziert und werden daran verstärkt arbeiten. Dabei hat Heinz Noje genau hingeschaut. Nach Abschluss der Übung wurde auch der Löschwasserspeicher der Firma Erkelenz Glas wieder gefüllt. Laut Firmeninhaber Uwe Erkelenz ist das Übungsszenario der Feuerwehr durchaus realistisch, denn auf dem Firmengelände schlug vor 43 Jahren ein Blitz in ein Bauernhaus ein. Der redaktionelle Beitrag von Axel Langer wurde geringfügig digital verändert und digital erstellt.